Ja, hallo liebe Freunde. Jetzt kommen wir zu dem angekündigten Saffe-Spezial Let's Play Zelda Parallel Worlds. Das wird hart werden, das weiß ich schon. Okay. Saffe, ich würde sagen, wir legen los. Lang, lang zuvor. In den östlichen Himmelslanden schlief das Triforce. Es ist in Englisch. Ich kann nicht alles übersetzen, es ist so schnell. Ah ja, in zwei Dimensionen wurde das Triforce vergraben. All those who desire the Triforce were sent to one world, land of greed. Jede Generation wurde gewarnt. Diese zerstörerische Kraft jemals wieder zu suchen. Die andere Welt hatte ein harsches Winterklima. Ah, jeder musste sich zusammenschließen, um zu überleben. Die Einwohner dieser Welt wollten ein besseres Leben. Ah, so wurden sieben Maiden, also hatten das vor, und travelten into the other world, wisst ihr Bescheid? The Triforce West. Ah ja, jeder hatte einen Hinweis auf das Triforce. Und das war zu schnell für mich. Ich kann es nicht übersetzen, so on time. Das ist gerade so ultra laut auf meinem Headset, das glaubt ihr gar nicht. So, der König wurde von Dragor getötet, der selber den Thron wollte. Und Gregor wollte auch diese sieben Maiden finden. Aua, 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 aua. Die quälen den ja voll. Ah ja, und das ist Prinzessin Zelda. Stario, Wirra, Laker, Tamini, Arikes und Caprius wurden alle eingefangen und eingekerkert. Und als er ihre Geheimnisse rausfand, ja, hat Gregor irgendwas getan, was ich wieder nicht übersetzen konnte, weil es zu schnell war. Okay. Ach so, und ja, die letzte Person soll jetzt gerettet werden. Gut, und ich denke, das werden wir jetzt mal tun. Legend of Zelda, Parallel Worlds, alles klar. Von Euclid und Zeph. Ihr seht, ich habe hier schon mal ganz kurz angefangen. Nur um zu gucken. Wir stellen jetzt aber nochmal neu. Nicht, dass mir hier irgendwie Mogelei nachgesagt wird. Und natürlich sind wir wieder Shib. Na komm. Ja, Shibuya passt ja wieder mal nicht rein. Okay, ja, end. Ich würde sagen, spielen nochmal den Shib. Gut. Der parallele Turm. Dregor, der Tyrannenkönig. Unsere Abenteuer. Der Plan ist es, sich in das Wachhaus heute Abend zu schleichen und irgendjemanden von dem Wachhausgefängnis zu retten. Dregors Pläne verhindern. Ah, es ist so viel los. Es ist unmöglich einzuschlafen. Ist es schon Zeit zu gehen? Chip, das ist es. Das ist deine Chance, das Guardhaus zu infiltrieren. Ich habe seine Position auf der Karte mit einem, X markiert und drücke X, um sie zu sehen, wenn du draußen bist. Ich treffe dich da. Alles klar. Hau mit Schwert und Schild einfach mal ab. Gut, das bin ich. Oh yeah. Gut, wir nehmen uns gleich mal hier fünf Pfeile mit. Zerstören alles mögliche andere. Spielsystem sollte klar sein. Das haben wir in Terranigma ja auch schon so gehabt. Willkommen zum Hack, Version 1.1. Freu dich drauf. Ja, ich freue mich auch drauf. Saffe, ich weiß nicht genau, was du mir damit angetan hast. Bisher noch nicht. Aber es soll wohl ziemlich, ziemlich hart sein. Deshalb gucken wir uns jetzt erstmal draußen um. Die Musik gefällt mir auf jeden Fall. Und auch die Atmosphäre davon. So, auf der Karte können wir uns jetzt erstmal umgucken. Da sehen wir hier das X beim Guardhaus. Also wird unser Weg uns erstmal hier lang führen, dann hier rüber. Hier an dem Grabstein-Dingens vorbei. Wie nennt man es? Friedhof, genau.
Da hoch über die Brücke und dann zum Guardhaus. Ich hoffe natürlich, dass wir das so hinkriegen, wie ich das will. Gut. Welt ist jetzt nicht so groß, aber doch groß genug erstmal. So, da sind irgendwelche Eingänge. Gut. Würde sagen, ach, hier kann man auch eine große Übersicht starten. Sehr schön, gut. Wir können uns natürlich nicht wehren, weil wir keine Waffen haben. Aber wir können natürlich alles Mögliche nach den Feinden werfen. Und dadurch coole Sachen einheimsen. Hier zum Beispiel, ich weiß nicht, was die grüne Leiste ist. Ob das irgendeine Schildfunktion hat oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir uns nicht wirklich verteidigen. Was ist da schwerer an dem Spiel? Ja, es laufen eine Million Wachen darum. Und man findet so gut wie nichts. So, hier haben wir erstmal eine Höhle. Was haben wir hier für eine Höhle? Ah ja. Nichts, was man schaffen könnte. So jetzt. Also müssen wir erstmal einen anderen Eingang finden, weil wir hier nämlich etwas ganz Wichtiges finden. Soweit habe ich mich schon informiert, sonst kommen wir nachher nicht weiter. Sonst stehe ich gleich da und bin am Arsch. Irgendwo muss hier noch ein Eingang sein. Den gilt es jetzt erstmal zu finden. Wir wollen auf jeden Fall in diese Höhle rein. Ich glaube, dass der hier irgendwo rechts ist. So, an den Guards hier. Kommen wir hier vorbei. Es ist gefährlich, da allein rumzulaufen. Care to share some with us? We all follow orders from our kin Drago, but he's been acting strange lately. Ja, das ist mir klar. Er ist ja auch ein kleiner Noob. So, nicht fangen lassen. Keine gute Idee. Gut, hier kommen wir auf jeden Fall erstmal nicht weiter. Taka, 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 taka. Kann ich die bewerfen mit dem Zeug? Bam. Tja, bringt nur nicht viel. Gut, dann müssen wir uns umgucken. Ich weiß absolut nicht, wo ich lang muss. Yeah. Ja, denkst du dir, hä? Da ist ein Baumstumpf, der ist im Weg. Da kommt man nicht dran vorbei. Hier an dem kommen wir ganz leicht vorbei. Wo ist dieser Eingang zu der Höhle? Da finde ich gerade ein bisschen... Moment, wo hatten wir denn den Eingang zu der Höhle? Den hatten wir da. Tja, viel... Ah, da vorne ist er. Das sieht man ganz gut. Wir müssen auf jeden Fall auf den Cemetery irgendwie. Wow! God, why do you fail me so hard? So, hier komme ich wahrscheinlich... He captured this girl. Zelda is her name, I think. He locked her in the dungeon, claiming she knows something about the tower. He's done to 6 other girls so far. Okay, ich muss irgendwie an dem vorbeikommen. Wow, wie er mich angreifen will. Leck mich. Trotzdem weiß ich noch nicht, wie ich auf den Cemetery jetzt kommen soll. Weil hier ja ein Guard steht. Da können wir auch nichts mehr tun. Hier kommen wir auch nicht vorbei. Ah, nein. Nein. Aua. Nein. Gut, sehr schön. Schon gleich das erste Mal richtig schön attackiert worden. Moment, ich muss irgendwie auf den Cemetery. Aber es gibt keinen anderen Weg dahin. Kann man da hinten vielleicht vorbei? Sieht so aus. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie da drauf kommen, das weiß ich. Weil hier können wir ja auch nicht weiter. Irgendwie kommen wir schon dahin. Und die Musik gefällt mir so gut bei dem Spiel bisher. Also bisher ist es jetzt noch nicht die absolute Härte. Aber, naja. Es wird wahrscheinlich nicht gerade leichter werden. So, hier geht's ja jetzt... Ah, Village Church. Weiß jetzt nicht, ob ich... Wow! Von der Church aus zum Cemetery komme. Vielleicht underground oder so. Wir gehen mal rein. Mal sehen, in der Kirche, was können wir da tun? Okay, nicht so viel. Welcome to the church. Alles klar. Ja, viel bringen tut's uns ja nicht. Können mal hier hochgucken. Hier die ganzen Truhen sind schon ausgeräumt. Das ist ein bisschen doof. Ah, da ist noch was. Was finden wir hier? Ein Herzcontainer. You found a heart container. Your heart level increased. Alles klar. Na, dann haben wir ja wenigstens schon mal ein wenig Power.
jetzt müssen wir wieder hier raus. Ich muss irgendwie in dieses Dungeon rein. Wir müssen uns mal umgucken, ob wir nicht vielleicht doch irgendwie noch einen anderen Eingang finden. Okay. Einfach da runter hopsen. Da ist eine Kiste. Gut. Uah! Ich springe mal hier runter. Gucke mal kurz auf die Karte. Ja, da hinten gehen wir jetzt mal rein. Das sieht verdächtig aus. Oh, nee! Ja, hier gehen wir rein. Ich denke, das ist der Eingang zu dem Dungeon. Okay, was ist das? Ah, einfach irgendwas, was uns auffällt. So, wir haben nichts dabei, um uns zu verteidigen. Und hier kommt direkt so ein großer Arschgesicht. Wow. Und voller Stacheln. Ihr seht schon, es wird harte Scheiße. Es wird richtig, richtig hart. Wow, und da schießt irgendwas nach mir. Ach so. Das ist dieses komische Ding da. Ramalama Ding Dong, Ramalama. So, das nehmen wir jetzt mit. Irgendwie müssen wir uns ja mal verteidigen. So, wir gucken uns das erstmal um. So, ah, da haben wir Rupees gefunden. I'm rich. So, bam. Und da haben wir, glaube ich, dann noch eine. Yo. But. Und hier finden wir etwas ganz Wichtiges. Die Lampe. You found the lamp. Now you can light torches and see your way in darkness. Alles klar. Haben wir auch ausgewählt. Ach, hör auf. Damit können wir also Sachen in Brand stecken. Da haben wir noch Rupees. Rupees. So, wichtig, alles durchsuchen. Gerade bei diesem Hack hier ist das ultra wichtig. Habe ich mir sagen lassen zumindest. Oh mein Gott, Saffe, ich weiß absolut noch nicht, worauf ich mich hier eingelassen habe. Ich hoffe, es wird nicht zu hart am Ende, sonst muss ich wahrscheinlich weinen. So, da komme ich auf jeden Fall nicht raus. Da ich nicht wieder zurück will, gehe ich einfach jetzt hier raus. So, da kommen wir dann nämlich wieder am Anfang raus hier. So, und dann können wir jetzt mal anfangen. Jetzt gehen wir mal in das Village, sehen uns in den Häusern um. Und dann können wir auch langsam zum Guardhouse vorstoßen, denke ich. Behält man das, wenn man rausläuft? Ja, super. Ups, haha, ich habe einen Busch nach euch geworfen. So, das Village kommt dann hier. Ja, Karakino Village. Kakariko Village, nicht Karakino Village. So, und dann fangen wir mal an, uns in den Häusern umzugucken. Das haben wir nämlich am Anfang noch nicht getan. So, mal sehen, was wir hier finden. Eine Bombe. Rupees, eine Bombe. Pfeile, eine Bombe. Und Rupees. Und noch eine Bombe. Und nichts mehr. Schade. Okay, next one is imminent. Da rein. Ach, hör auf. May I help you? Select the thing you like. Press the A button. Praise is unmarked. So, das ist ein Heart-Container. Nee, Leben ist das. Thank you very much. You can recover one heart. Ja, kaufen wir einfach. Wollte jetzt eigentlich eher eine Produktbeschreibung und eine Rezension. Aber es ist nun mal kein Amazon, ne? So, haben wir hier vorne schon irgendwelche Häuser? Nope. Aber eine ganze Menge Soldaten. Und da haben wir ein fieses Vieh. Fieses Vieh. Oh oh, lebt noch. Und tot. Gut. Gut, 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 gut. So, da waren wir noch nicht drin. Ich weiß nicht, warum ich immer die Dinger hier mitnehme. Keine Ahnung, warum ich mir das überhaupt angucke. Rein da. Gut, oh oh. Och man, hier kann man gar nicht dran, oder was? So, nehmen wir einfach mal irgendwie. Hätte ich mir gar keins kaufen müssen. Bats. Sniffle, hey, Brothership. Do you have a bottle to keep a bug in? I see, you don't have one. Cuff, cuff. Okay. To keep a bug in, alles klar, keine Ahnung. Keine Ahnung, was er von mir will. Auf jeden Fall ist hier wieder ein Guard, der mich wahrscheinlich schnappen will. Da komme ich nicht durch. Da komme ich auch nicht rein. So, wo sind wir denn hier überhaupt? So, wir wollen auf jeden Fall zum Guardhaus, also wieder raus aus dem Village. Wir haben jetzt auf jeden Fall unsere Lampe. Continuous game, save and quit. Aha.
Wir haben Lampen, wir haben Bomben. Wir haben die Karte und sonst können wir im Moment noch nicht viel. Also geht's hier gerade wieder raus. Sich bewegender Stein. Unfair. Oh, sieh an. Kommen wir da irgendwie rein? Nee, kann ja hier die Dinger nicht hochheben. So, ja, nö, keine Ahnung. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Da ginge es zu diesem komischen Haus hier, wo man sonst nicht rein kann. Wir brauchen irgendwas, womit man Steine hochheben kann. So viel kann ich schon mal sagen, denke ich, hoffe ich, meine ich. Und ich brauche noch eine Kippe. So. Ich habe vor allen Dingen gar nicht auf die Guards jetzt geachtet. Lake Saria, Town... Gott! So, wir müssen irgendwie da dran vorbeikommen. Und der Guard will mich jetzt schlagen. Ach du Scheiße. Church Path, aha. So, ich würde mal sagen, wir müssen ganz außen rum irgendwie. So, da hinten wollten wir auf jeden Fall nicht wieder hin. Scheiße. Scheiße. Wie komme ich denn da hin jetzt? Wow! Lake Saria, aha. Ich habe das Schild mitgenommen. Kann ich damit vielleicht so einen Guard schlagen? Bats! Jawohl, mit Schildern kann man die fast totschlagen. So, wir brauchen... Findet man hier mal irgendwas? Früher hat man in Zelda immer was gefunden, wenn man die Büsche weggerissen hat. Just destroy some stuff! Gut. Hiermit kann ich nichts machen. Scheiße, geht nicht. Bin ich stark genug? Aber bei der Church finden wir da auch nichts. Das ist doch dumm. Dich bringen wir jetzt jedenfalls erstmal um, einfach weil es Spaß macht und uns eine kleine grüne Flasche gibt. Nö, hier können wir auch nicht durch. Okay, Weg finden. Da können wir nicht rein. Entschuldigung. Sieht ganz so aus, müssten wir hier hinten rum. On the Booten vorbei. Okay. Gut, dann aber wir machen hier erstmal einen kurzen Stopp für diese Folge und wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.